Für die Distanzschülerin ist der Unterricht für heute vorbei. Im Klassenzimmer wird dagegen noch mal ordentlich getobt. Schließlich kommen gleich die Lehrer zurück und dann muss man sich ja wieder benehmen. Auf dem Programm steht ein Test für die Welpen. Mit Hilfe der Hundeeltern sollen Luna und Bounce Gadgets für Welpen ausprobieren. Es gibt immer mehr Hundeprodukte auf dem Markt. Manche sind sinnvoll, andere sind es wiederum nicht. Deswegen haben wir eine neue Rubrik bei uns und die heißt Wow oder Mau. Genau, und ihr dürft heute das erste Produkt mal testen. Viel Spaß. Was ist das, Luna? Schnupper mal. So, schau mal, auch für euch haben wir hier ein kleines Hunde-Gadget. Danke. Viel Spaß. Cool. Möchtest du auspacken? Okay. Oh. Seifenblasenmaschine. Ich wollte gerade sagen, es kommt mir bekannt vor, das hast du doch auch, oder? Bisschen anders. Ja, dann sieht anders aus. So eine Luftblasenmaschine von hinten, ne? Damit die jagen können. Ein Bubble-Dog. Richtig. Heute wird geschaut, wie diese Seifenblasenmaschine bei den Hunden ankommt. Ich denke mal, wenn ein Hund motiviert dafür ist, dann jagt er im besten Fall den Seifenblasen hinterher. Doch während Bounce und Bruder Rocky interessiert scheinen, bleibt Luna lieber mal direkt auf Abstand. Man weiß ja nie, was passieren kann. Dafür hat man die Nägel. So, machen wir mal ein bisschen was hier rein. Probieren. Ja. Ups. Ups. Das ist ja gut montiert. War die Mama, hier kann das nicht. Ich glaube, man muss das schon jetzt hier reindippen, oder? Ja, steht dran, Dip und dann. Genau. Dip und dann blasenfrei. Was Luna wohl sagen wird. Wow. Also sie ist eigentlich sehr neugierig, aber ich glaube, auch wenn die Blasen zu groß sind, hat sie, glaube ich, eher Angst, dass das sie auffressen will oder so. Wow. Cool. Die Blasen sind größer als sie selbst. Die will die, glaube ich, nicht jagen. Also von Spaß kann hier bei Luna nicht die Rede sein. Ne? Also das interessiert sie gar nicht, verunsichert sie eher. Geht und, weg. Also. Ja. Und bei Bounce? Ah. Roxy, Robby. Er mag auch sehr gern Bälle, aber das Problem dabei wird sein, wenn sie zerplatzen. Er hasst Wasser. Rocky! Was ist das denn? Bounce ist interessierter auf jeden Fall, als Luna es war und auch als sein großer Bruder das ist. Damit habe ich echt nicht gerechnet, ne? Ja, er schaut sich an. Ja. Also so richtig Party macht er jetzt auch nicht hier mit den Seifenblasen, ne? Aber im Vergleich kann man schon sagen, hat er ein bisschen Bock drauf. Ja. Bei solchen Meisterwerken. Ich glaube, wir finden die Blasen cooler als Luna. Ich finde halt, es ist mehr so ein Menschending. So, ich glaube, so kleine Kinder würden sich voll darüber freuen. Absolut richtig. Vor allem das Schälchen finde ich sehr unpraktisch. Ja, das wirkt wie ein Wassernapf. Ne? Es wirkt wie ein Wassernapf. Und wenn ihr hier dieses giftige Spülwasser trinkt, wäre das, glaube ich, weniger praktisch. Ich glaube, du musst nachladen. Aber nicht, nur nicht trinken, bitte. Schatz mal, hier steht das, aber nee. Giftig ist es nicht, ist ja extra für Hunde. Ich denke mal, das haben die schon beachtet. Ja, aber hier steht ja, wir Menschen sollen es nicht trinken. Also wenn wir Menschen es nicht trinken sollen, dann der Hund auch nicht. Ich glaube kaum, dass es für die Luna besser ist. Und deshalb tritt Luna den kompletten Rückmarsch an. Okay, was glaubt ihr, was das kostet? Ich glaube 10 Euro. 10 Euro? Ja, ich hätte gesagt so 15 Euro vielleicht. Die Seifenblasen kosten ja schon für Kinder 1,50 Euro oder so um den Dreh. Ja, aber so eine Maschine bestimmt irgendwas mit 10 Euro oder sowas. Das sind 14,99 Euro. Ja. Wäre es euch das wert? Also für die Hunde nicht, ich glaube fürs Kind schon. Ja. So, dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wow. Oder mau. Also als Menschenspielzeug ist es echt lustig, aber als Hundespielzeug würde ich sagen definitiv mau. Wow. Schwer, ne? Also ich würde sagen, für die Hunde eher mau und für Lia wow. Bounce hat den Test der ganz besonderen Art bestanden.